Wir haben kurz beraten, was denn jetzt quasi die offenen Themen sind. Ich glaube, worin ein Konsens besteht, ist, dass der Begriff eine Offenheit hat. Und je länger wir darüber reden, umso weiter wird er sich öffnen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir dort jetzt nochmal versuchen, dass jeder sagt, was er unter dem Begriff versteht und was nicht, sondern dass wir eher versuchen, genau die Frage zu stellen, inwieweit die Funktion und das Verhältnis von Form und des Spezifischen, inwieweit das gewünscht ist oder automatisch entsteht oder zwingend nötig ist oder wie weit man sich genau dem verweigert. Ich habe von Herrn Schröder nur gehört, wir sollen jetzt endlich mal ein bisschen Dampf geben und ein bisschen mal konfrontativ argumentieren. Und eine Frage wäre, wie Sie gerade angedeutet haben, der doch latente Traum von einer funktionsoffenen Multifunktionalität, von neutralen Gebäudehüllen, die in Zukunft für viele Wandlungsprozesse offen sind. Da kann man ja ganz schnell erinnern an die Schreckenserzeugnisse der 60er Jahre, die multifunktionellen Stadthallen und Sporthallen und Konzerthallen und Messehallen. Also so eine Architektur, die irgendwie so wie so eine Kombizange ist, für alles zu gebrauchen, aber für nichts richtig geeignet, das wäre ja, glaube ich, ein Schrecken einer Funktionsoffenheit. Und wenn unsere Kollegen mal sagen würden, wie das funktionsoffene Gebäude einer Zukunft aussehen kann, das aber trotzdem nicht gesichtslos und nicht kombizangenhaft wird. Herr Heide. Das bleibt bei mir hängen. Wir müssen noch kurz nachdenken. Ne? Ja, ich denke, ich weiß nicht genau, weshalb man das will. Weshalb will man das eigentlich? Was ist eigentlich genau die Herausforderung? Weil meine Erfahrung ist die, dass im zunehmenden Maße Gesetze und Normen erfunden werden, die sehr spezifisch argumentieren. Und auch bei Umbauten, denken wir an Erdbebensicherheit, das ist ein Thema in der Schweiz, ne? Das führt dazu, dass man ein Haus bis auf den Knochen zurückbaut, in der Regel, wenn eine Nutzung ändert, um gewisse andere Normen, die neu eingeführt werden, zu erfüllen. Ich bin da sehr skeptisch, ob das überhaupt geht grundsätzlich, ob man das nicht einfach selbstverständlich angehen sollte. Also ob das überhaupt möglich ist, was zu tun, das nutzungsoffen ist schlussendlich. Alles kann, alles will, alles darf. Ich glaube, grundsätzlich muss man wie vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, welches Verständnis von Kultur haben wir, oder? Also ist unsere Kultur eigentlich stabil oder ist sie in einem permanenten Umbruch und braucht deswegen auch andere Räume? Ändern sich die Abläufe des Arbeitens, der Familienstrukturen, der Produktion? Da gibt es zwei Positionen. Die einen finden, ja, es ändert sich permanent, also muss die Architektur versuchen, das zu moderieren oder vielleicht sogar die Möglichkeit zu geben, also wie fast schon zu schubsen, dass sich die Dinge verändern und entsprechend auch permanent anders aussehen, andere Räume, andere Sachen bereitstellen. Und andere finden dann, ich tritt jetzt mal ein Stück zurück und schaue jetzt mal auf ein paar tausend Jahre Kulturgeschichte und wie leben eigentlich die Menschen, wie arbeiten sie. Am Ende ist das unterm Strich doch immer noch sehr ähnlich und ich kann sogar von Asien bis Südamerika schauen und die Dinge sind ja gar nicht so anders. Und was soll dann eigentlich diese permanente Frage nach der Adaptierbarkeit, der Flexibilität von Architektur? Ich glaube, das muss man als erstes mal klären, wo man da steht, oder? Und ich sehe an dieser Ratlosigkeit, dass wahrscheinlich die zweite Position hier auf dem Podium wahrscheinlich sogar vorherrscht. Herr Tschech hat heute Morgen einen wirklich großartigen Aufschlag gemacht und sagte, dass Benutzbarkeit kein Makel der Architektur ist, Funktionalität, sondern eine Wahrnehmungsweise. Wie würden Sie Ihre Benutzbarkeit abheben von der Funktionalität, wie wir sie bislang im vulgär-modernen Sinne benutzt haben? Ja, auch hier fangen wir jetzt eigentlich wieder an. Funktion, das ist in dem Begriff drin, es ist schon in dem Wort, nicht einmal in dem Wort Zweck, schon gar nicht in dem Wort, schon gar nicht in dem Wort Gebrauch enthalten, dass man aus dem einen Popanz macht, der außerhalb des Entwurfs zunächst einmal feststeht. Und zuerst ist das da, die Funktion, und dann kommt der Entwurf, der ihr folgen muss. Ich glaube, dass wir Funktion, da findet ja die Erörterung auf verschiedenen Ebenen statt. Einmal ist sogar gesprochen worden von Gebrauchsfunktion und ästhetischer Funktion, also zwei verschiedene Dinge.
Friedrich Ach Leitner hat einmal, ich weiß nicht, ob Sie sich, ob Ihnen erinnerlich ist, die erste Arbeit von Hans Hollein in Wien. Das war ein Kerzengeschäft, ein sehr kleines, auch mit einem sehr kleinen Eingang, um schon von funktionell zu reden. Und das hat sogar eine sehr magische Form gehabt. Das war, glaube ich, frühe 60er Jahre. Er hat dafür einen sehr hohen, hochdotierten Aluminiumpreis bekommen. Und Ach Leitner hat über dieses Geschäft gesagt, es ist funktionell, weil ja die Funktion eines Geschäftes ist, dass es auffällt. Und er hat es nicht einmal ganz ironisch gemeint. Also Funktion, wir reden die ganze Zeit eigentlich nur über die Frage der Begründung. Es wird etwas begründet. Einerseits so allgemein, dass es nichts heißt, und andererseits so konkret, dass es schon nicht mehr mit Funktionen, die von außen kommen, zu tun hat, sondern mit den Sachen, die im Entwurf überlegt werden. Das Beispiel von das französische Beispiel dieser Umbau eines Großraumbüros in ein Studentenheim. Das ist ja typisch, also da hat sich massiv die Funktion geändert. Aber was ist denn dadurch definiert worden? Das Einzige, was der Unterschied zwischen den beiden Nutzungen bedingt, ist, dass die Raumgrößen anders sind. Wie Sie überhaupt diese ganze Frage, die Funktion bestimmt Typologien. Typologie reduziert sich auch sehr bald auf wesentliche geometrische geometrische Tatsachen. Es geht darum, wie groß müssen die Räume sein und wie sind sie erschlossen und verbunden. Das ist Gegenstand jeder Typologie. Und das taucht auch bei dem Umbau auf. Ich brauche kleinere Räume und die muss ich irgendwie erschließen durch einen Gang, wobei der Gang übrigens nicht so alt ist, wie wir vielleicht glauben. Der ist keine 200 Jahre alt. Vorher ist man durch alle Räume durchgegangen. Da hat es keinen Erschließungsraum separat gegeben, der die Räume störungsfrei erschlossen hat. Also gut, heute braucht man das, ich muss an den Räumen störungsfrei vorbeigehen. Naja, wahrscheinlich muss man einen Mittelgang machen und links und rechts eben Studentenquartiere, die nach außen Fenster haben. Nein, was macht der? Der macht die Erschließung außen. Jetzt kann man natürlich sagen, in einem Studentenheim kann ich das machen, dass die Leute außen beim Fenster vorbeigehen. In einem Hotel könnte ich es nicht machen. Also es hat schon mit der Funktion zu tun, aber ganz am Rande. Diese Leistung, diese Räume von außen zu erschließen, das ist die Leistung des Entwurfs, die sachliche Leistung des Entwurfs, der den Inhalt Studentenheim eben so interpretiert. Das hat ihm kein Investor gesagt. Und auf diese Dinge müssen wir eingehen. Das ist Sache. Das ist, und ein Student, dem vielleicht das nicht recht ist, dass die Kollegen da dauernd hineinschauen können oder er muss den Vorhang zumachen und hat weniger Licht, bleibt außen vor mit seinem Bedürfnis. Adorno hat ja in den 60er Jahren gesagt, ja, die Sachlichkeit bringt halt sehr trockene Gebilde hervor in den letzten Jahrzehnten, aber er hat sich in diese Diskussion eingemischt und hat gesagt, über die Sachlichkeit kann man nur hinaus, indem man noch sachlicher ist. Er hätte aber schwer sagen können, über den Funktionalismus kann man nur hinaus, indem man noch funktioneller ist. Das wäre Nonsens gewesen. Ja, das kommt, glaube ich, dabei raus, wenn man über 100 Jahre Fehlinformation spricht. Ich glaube, dass es wichtig ist, das nochmal zu unterscheiden. Ich widerspreche den älteren Kollegen ungern, insbesondere dem Hollein überhaupt nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist trotzdem falsch, weil das, was da als Funktion beschrieben ist, das ist nicht die Funktion, sondern es ist der Zweck. Dieses Gebäude oder der Laden ist nicht dafür da, um aufzufallen, das ist nicht die Funktion, sondern der Zweck ist, dass er den Leuten ins Auge fällt, dass die Leute da reingehen können und dass sie da irgendwas kaufen können. Das ist der Zweck. Und alles, was Funktion ist, das ist das, was der Architekt da reinmacht, damit das passiert. Damit die Leute da reingehen können, damit die da was kaufen können und damit die dann auch wieder rausfinden. Das ist der Funktion.
Und das muss man, ja, klar, aber vorher ist hier, muss er analysieren, was der Zweck der Sache überhaupt ist. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Der Zweck dieses Gebäudes ist, dass sich hier Menschen versammeln können, dass sie hier sitzen können und dass wir hier auf diesem Podium sitzen und miteinander sprechen. Aber die Funktion des Gebäudes ist was anderes. Ne? Das ist nämlich alles das, was jemand gesagt hat, das brauchen wir. Wir brauchen hier eine große Fensterscheibe, damit hier Licht reinkommt. Wir brauchen eine bestimmte Form von Stuhl und wir müssen hier irgendwie so eine komische Kiste haben, damit wir hier drauf sitzen können. Und ich glaube, das müssen wir unterscheiden. Und dann sind wir nämlich aus diesem Dilemma, das sich hier im Laufe des Nachmittags oder des Tages eingestellt hat, auch wieder raus. Bei Architektur geht es darum, dass eine ganze Reihe von unterschiedlichen Zwecken zusammenkommen und die Aufgabe des Architekten ist es, sich diese Zwecke unter die Lupe zu nehmen und entsprechende Reaktionen auf einer entwerferischen Basis zu tätigen, die hinterher zu einem funktionierenden Organismus führen. So will ich es mal sagen. Das meine ich ja. Ich sehe eher, dass Sie auch in Ihrer Unterscheidung, die Sie jetzt anmerken, dass die Worte austauschbar sind. Ich kann natürlich auch die Funktion eines Geschäftes als Funktion eines Geschäftes bezeichnen, dass das auffällt und dass man hineingeht. Ob die Zweck und Funktion sind in diesem Zusammenhang austauschbar. Der Zweck, das kommt von den zwei oder Dinge, die gleiche Idee wie das griechische Wort Telos. Ich soll Griechisch sprechen, habe ich vorhin gehört. Zweck heißt das, heißt nämlich Ziel. Das Ziel des Gebäudes oder des Ladens ist es, einen bestimmten Zweck zu erfüllen oder eine bestimmte Funktion hinterher so zu versammeln, dass Leute etwas tun. Das zielt immer auf menschliches Verhalten. Und das, was der Architekt tut, ist menschliches Verhalten analysieren, sich überlegen, wie kann er das zu dem bringen, was es eigentlich sein soll. Das ist der Unterschied, glaube ich. Also ich entscheide mich nur wahnsinnig ungern zwischen Hermann Tschech und Andreas Denk. Aber lieber Andreas, es tut mir leid. Des ganzen Tag haben wir heute den Fall, dass die einzigen, die zum Thema Funktion irgendwie sinnvoll etwas sagen können, diejenigen sind, die implizit oder explizit eine Definition vornehmen. Das heißt, sie nehmen eine Definition vor und dann können sie zu dem definierten Teil von Funktion etwas sagen. Das hast du jetzt im Prinzip auch gemacht. Du hast Funktion definiert auf eine... Ja, vom Zweck geschieden. So, genau. Und das Problem von Funktion aus meiner Sicht ist eben genau das, und da bin ich völlig bei Hermann Tschech, es ist genau das, dass wenn ich es nicht definiere und ich nicht genau sage, ich rede genau über diesen einen Aspekt, also über dieses Fach in der großen Kiste, die ich vorhin behauptet habe, dass der Begriff ist. Ja, ich sage, ich rede über das Fach C7 im dritten Stock rechts. Ja, da steht Zweck. Dann redet Denk über Zweck. Und dann macht es Sinn und dann kann ich darüber reden und kann Unterscheidungen treffen etc. Aber nur die, die Funktion so begriffen haben, als dass wir nehmen einen kleinen Bereich aus diesem großen Kiste Funktion, nur die konnten zu Funktion überhaupt was Sinnvolles sagen. Und alle anderen, die sozusagen den Begriff, und das legt der Begriff halt aus meiner Sicht schon auch nahe, die den Begriff sagen, der ist eigentlich zu groß, der hilft mir nichts, ja, die können an sich nichts dazu sagen. Dann nehmen wir doch mal dein Bikini-Ding. Da kann man es ja doch wundern. Dein Bikini-Ding, da kann man es ja dran festmachen. Da sind wir genau bei unserem Streitpunkt, Hild. Du sagst ja, dass man könnte da ja ziemlich genau sagen, dass die Funktion des Gebäudes, wie würdest du es benennen, was ist es? Oder was war es? Es ist ein Fertigungsgebäude gewesen. Ne? Ja, das ist, aber der Zweck ist eigentlich was anderes. Ne? Da sollte etwas hergestellt werden, da sollten Menschen sich in einer größeren Schar versammeln können, die sollten gemeinsam etwas herstellen, da mussten Waren angeliefert werden, die mussten auch wieder fertige Gegenstände wurden abgezogen und so weiter. Und die Art und Weise, was da passiert ist, hat die Architekten Schossberger und wer war es noch, Schwebes, ne? Hat die dazu veranlasst, eine bestimmte Architektur räumliche Konstellation zu machen. Das ist deren Antwort auf ihre Analyse, was soll da passieren gewesen. Und das haben sie, diese Analyse des Zwecks haben sie übersetzt in ein funktionales Gebäude. Und was du gemacht hast, ne, da können wir wirklich drüber reden und auch streiten, du hast was anderes gemacht. Ne? Du hast jetzt diese Hülle genommen und hast einen anderen Zweck hinzugefügt und hast dabei nicht darauf geachtet, dass Zweck und funktionierende Hülle plötzlich nichts mehr miteinander zu tun haben. Ach Mann, das ist doch überhaupt nicht wahr. So einfach geht das. Nein, pass auf, wir haben diese Fassade sogar
rekonstruiert. Oh Gott, das böse Wort. Wir haben sie rekonstruiert. Ja, und die ist weitgehend rekonstruiert. Das ist eine ziemlich gute Rekonstruktion, die fast die Ende verfüllt. Ja, das ist ziemlich cool. So, und jetzt komme ich dir doch mit deinem Funktionsbegriff einfach von der anderen Seite. Selbstverständlich hat dieses Gebäude, das kann man heute sehen, unter anderem die stadträumliche Funktion als Identifikationsort für halb Berlin-Mitte zu funktionieren. Und das würde ich sagen, das ist jetzt, wenn ich jetzt hier mal was pro domo sagen darf, das ist doch großartig gelungen. Ja, du bist ein guter Architekt, das hat nie jemand bestritten. Nein, du hast gerade gesagt, es müsste eigentlich anders ausschauen, weil der Zweck anders wenn ist. Hätten wir es jetzt rosa anmalen müssen, oder wie? Nein, du hättest dir überlegen können, was muss ich an dem Gebäude, an dieser funktionalen Fassade eigentlich ändern, um darauf aufmerksam zu machen, dass das Ding seinen Zweck verändert hat. Das sieht doch jeder. Ja, gut, dann ist es in Ordnung, wenn das jeder sieht, das ist gut. Aber du hast natürlich einen anderen Punkt, das machen wir später. Das ist der Punkt, auf den wir uns auf. Vielleicht gibt es ja auch noch innerhalb des Begriffes der Funktion eine kleine Verwirrung. Weil, was du vorher gesagt hast, die Funktion ist für Berlin eine Identifikation darzustellen, ist doch was ganz anderes, als wenn eine Türe funktioniert. Also ich meine, das ist doch, wenn wir von Funktionieren sprechen, sogar langläufig sagen, das funktioniert. Können wir auch über Grafik sprechen, das Plakat. Ja, ich finde, es funktioniert. Aber da sprechen wir doch noch überhaupt nicht von Funktion, weil Funktion im mathematischen Sinn, da gibt es ja auch mal einen Unterschied, ist eine Bedingung zwischen zwei Teilen, ein Verhältnis, eine Beziehung darzustellen. Und wenn du davon sprichst, dass ein Haus für die Berliner was bedeutet, das ist also was ganz anderes als eine Türe, die nicht klemmt. Und ich glaube, solange man das immer vermischt, zwischen sagt, ja, die Funktion war, ein Schulhaus zu bauen, dann ist doch das banal. Aber wenn ich sage, ich baue ein Haus für die Gemeinde, dann ist das doch ganz eine andere Mentalität. Ich glaube, es gibt sowas wie Funktion als Mentalität und Funktion als Bedingung. Aber da definierst du doch nur wieder Funktion in zwei verschiedenen, du nimmst zwei verschiedene Schubladen aus der großen Kiste. Du hast mal gesagt, man muss das tun, bevor man was Vernünftiges dazu sagen kann, ne? Ja, ja, klar, absolut richtig. Absolut ich mach richtig. Nur das, was du mir sagst. Nur kannst du es nicht dazu nutzen, mir dann den Begriff um die Ohren zu hauen. Nein, eben nicht. Es wird hoffentlich präzise so. Gut, ich will keinen neuen Begriff einführen, aber wenn wir mit dem Funktionsbegriff unglücklich sind, weil er diesen Werkzeugcharakter, dieses Instrumentelle bei sich trägt, wie wäre es denn mit dem pragmatischen oder performativen Element der Architektur, das Ermöglichen, das in Gang setzen von Handlungen? Es gibt ja auch die siebte Sprachfunktion, die uns ja die Semiotiker erklären, die Tatsachen durch sprachliche Formulierung in Wirklichkeit treten lässt. Beispiel, wenn ich einen Aufzug zu einem mir gegenüberstehenden Paar erkläre, erkläre ich euch zu Mann und Frau, ist das wirkungslos. Wenn ich als Priester in der Kirche im Talar das erkläre, ist dieser Sprachakt Wirklichkeit geworden. Insofern ist diese performative Kraft der Architektur, dass sie mit dieser Stadtloggia, so würde ich das bei Bikinihaus nennen, eine völlig neue Erschließung eines zentralen, unbenutzbaren Raums geleistet haben, nicht mehr eine Funktion, sondern einen Möglichkeitsraum für handelnde Stadtbenutzer. Ebenso die südliche Friedrichstadt, die durch euer Kraftpaket, dieser rohe Klotz da, belebt wurde durch diese vielen, vielen verschiedenen Interessen. Es hat performative, handlungsanleitende Funktion und alles dient einer Erhöhung unserer Lebensqualität. Findest du nicht auch? Ja. Ich hatte bis heute ein gutes Verhältnis zur Funktion. Ich habe es echt verloren. Aber das muss man nicht bedauern. Also ich habe das immer mehr als, also ich habe das die Funktion immer mehr gesehen als eine Beschreibung aus der Typologie heraus. Und ich habe es immer so gesehen, dass man sehr gut für den Entwurf benutzen kann, also im Sinne des Instruments, dass man da befragen kann. Man kann die Fragen befragen, man kann auch den Ziel und Zweck einer Funktion befragen. Das finde ich sehr gut. Und das war eigentlich für mich immer so eine Art Instrument. Und natürlich stimme ich dir bei, wir versuchen ja ganz nah an so vielleicht auch technischen Strukturen eines Gebäudes, deren Sinngehalt zu hinterfragen und sie vielleicht auch im Sinne einer Handlungsanweisung, die dahinter liegt, ja, die keine Doktrin sein soll, logischerweise, zu befragen, ob sie nicht noch einen spezifischen Mehrwert hat gegenüber ihrer ursprünglichen Bedeutung, ja, ganz einfach gesagt. Und das sind natürlich auch vielleicht Ideen zu einem erweiterten Begriff von Funktion. Also
ich kann das auch nicht erklären, aber ich sehe einfach die Möglichkeit, damit also einen konstruktiven Umgang zu finden und nicht nur das Problem zu erkennen. Ich glaube, das ist der Kern von dem Unwohlsein mit dem Begriff, dass wir als Architekten, glaube ich, die letzten Jahre oft immer nach oder uns als Rolle so sehen, dass wir über die Zweckerfüllung hinaus nach Mehrwerten suchen und versuchen, was kann ich jetzt, indem ich das Programm oder die Funktion dort, die gefordert ist, wie auch immer man das nennen will, abarbeite, was kann ich dort noch einen Spielraum finden für vielleicht diese größere Agenda, für die Stadt, für die Gemeinschaft, für die Ästhetik, diese ganzen Fragen, dass es uns darum geht, um dieses Mehr geht. Und sobald wir das ist aber auch was wir, glaube ich, oft so einschieben oder was wir dem Bauherrn entweder ihn davon überzeugen können oder ihn unterjubeln oder gar nicht sagen und irgendwie versuchen rauszuknapsen. Und sobald das jetzt auf einmal mit diesem Begriff Funktion wieder auf dem Tisch ist und diese anderen Sachen scheinbar dann so in dieser Nüchternheit des Begriffes wie ausschließt, ich glaube, das ist das, wo es jetzt viele auch sträubt, obwohl es ja jedem klar ist, dass das ein Hauptteil der Arbeit ist, dass man diese Anforderungen, wie auch immer jetzt wieder Programme oder wie auch immer das nennt, dass man die abarbeiten muss, aber dass man wie Möglichkeitsräume, das sind wir wieder bei der Performance für mehr immer suchen, dass vielleicht auch das die Freude ist am Schaffen als Architekt. Ich entwerfe nicht, jetzt müsst ihr mir widersprechen, wenn das nicht so ist. Ja, hier ist alles, die Stimmung ist gut im Saal, ich sehe das. Aber ich glaube, nach 8 Stunden Dauerbeschallung auf diesem Niveau so haben wir es jetzt verdient, in Ruhe in den schönen kalten Winterabend. Auf so eine Lust ziehen. Oder hat jemand noch unbedingt noch was unter dem Herzen? Im Publikum natürlich, ja, okay. Endlich mal, vielen Dank. Kleines Gedankenexperiment. Wir brauchen eine Wiese und einen Pfosten. Ich nehme den Pfosten und haue den in eine Wiese rein. Ich kann damit funktional total gut ein Pferd anbinden, super. Jetzt nehme ich den Pfosten, haue den in die Wiese rein und definiere dadurch ein Raumfeld. Dann habe ich eine gedankliche Setzung gemacht, eine räumliche gedankliche Setzung und damit beginnt Architektur. Es beginnt nämlich mit der Setzung, mit einer räumlichen Idee, die im Prinzip aus der Funktion Architektur macht. Und wenn ich jetzt nochmal einen Pfosten nehme, den daneben setze und die zwei Pfosten miteinander in Korrespondenz gehen, dann wird die Architektur spannend und ich kann das Pferd immer noch anbinden. Am Kopf und am Schwanz, also doppelt anbinden. Also arme Pferd, also nee. Zwei Pfosten? Zwei Pfosten für ein Pferd, das ist eine architektonische Setzung. Aber Frau Ruppecht, haben Sie noch was einzuwerfen? Auch nicht. Schröder. Nee, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, wir wollen das Maß hier nicht überschreiten. Wir wollen jetzt nicht einfach Feierabend machen, das geht ja nicht. Feierabend? Wir wollen jetzt intellektuell weiter diskutieren in der Kneipe bei Rotwein. Aber reden Sie. Der Hild und ich sind noch gar nicht dazu gekommen, unseren Strauß richtig auszufechten. Weil mit dieser zweiten Sache bist du natürlich dieser Beitrag zur Stadt, da merkt man, dass du das Problem doch noch nicht ganz durchdrungen hast, bei aller Schleue, Klugheit, die dir zu eigen ist. Weil das ist nämlich doch der entscheidende Punkt, wo wir dann unterscheiden können, was wir mit diesen unterschiedlichen Funktionen hinterher bewirken können. Es sind ja immer, wir haben heute, das muss man mal sagen, wir haben sehr viele Arbeiten gesehen, die nur als sie selber zu sehen waren. Wir haben kaum Kontexte gesehen, niemals einen städtischen oder fast nie einen städtischen Zusammenhang. Ja, ich habe kaum gesagt, nicht keine. Aber es waren viele, die einfach nur mal Landschaft haben wir auch gesehen, klar, also jetzt bitte, jetzt nicht beckmesserisch, sondern ich glaube, da liegt schon so ein Problem, dass dieser Begriff zu leicht einfach nur auf das Gebäude an sich bezogen ist und auf das, was es leisten kann. Aber eigentlich muss der springende Punkt doch sein, was leistet es für andere. Das ist das, was Ivan Reimann vorhin als das Kollektive genannt hat. Eine Funktion, die wir normalerweise nicht als Funktion sehen, sondern die vielleicht sogar der Kern der Architektur selber ist. Nicht allein das Funktionieren der Räume und ihrer Teile zugunsten eines höheren Zweckes oder eines allgemeinen Zweckes, sondern das Funktionieren des Hauses als Baustein in einer Stadt. Das ist ein eigentlicher Zweck, dieses Mitwirken an einem höheren Ganzen, an einer Allgemeinheit, die
einerseits auf Ästhetik, andererseits auf einen wichtigen Baustein innerhalb einer Stadtstruktur angewiesen ist, wie auch immer. Und darüber nachzudenken, glaube ich, würde sich doch immer wieder neu lohnen, weil man dann plötzlich sagen würde, da kommen ganz andere Qualitätsmaßstäbe zum Tragen, als wenn wir nur über das Haus als solches sprechen. Yes. Das haben die Kollegen doch gemacht, das hat doch Rapp und das hat Ivan Reimann und das hat Hild und Heide, haben doch überall erzählt, dass sie gesamte Quartiere mit in ihre Häuser reinholen, also diesen Staubsaugereffekt. Ich meine, das hilft zur Begriffsklärung, das meine ich. Ne? Begriffsklärung, wir wollten eigentlich jetzt keine Begriffe klären, wir wollten mal Ziele und wir wollten Konsequenzen und Resultate ziehen. Herr Tschech, machen Sie doch mal ein Machtwort und hellen Sie uns. Machtwort. Naja, aber Sie haben ja jetzt, das, in Ihrem Sinn ist das ja ein Zweck, der Zusammenhang mit der Stadt. Aber gut, okay, na, no, na, sagt man in Wien. Aber worin bestehen jetzt dann die einzelnen Funktionen, die da zur Geltung kommen müssten? Das ist ja dann das Interessante und das ist nicht mehr in diesem übergeordneten Begriff drinnen. Das würde ich dann eben als Sachen bezeichnen, die im Entwurf auftauchen und innerhalb des Entwurfs sind und nicht von außen vorgegeben sind. Auf die muss der Architekt eben schrittweise draufkommen. Genau. Wenn ihm der höhere Zweck sozusagen bekannt ist, ne? Das, was das Ding hinterher leisten soll. Als ein Lehrer Popanz. Also uns fehlt doch immerhin immer noch eine inhaltliche Füllung dieses Begriffs Funktion. Können wir uns nicht mit Hoffmann-Axeln sagen, die Funktion von Urbanisierung ist die Herstellung von Zugänglichkeit. Wir haben heute fantastische Beispiele gesehen, wie von Hild, wie von Heide, wie von Reimann, wie von Rapp und so, dass Städte zugänglich gemacht werden durch eine funktional offene Architektur, die nicht Form verleugnet und die sich nicht auflöst in irgendwie so ein virtuelles Nirvana. Also Herstellung von Zugänglichkeit als die oberste Funktion von städtischer Architektur. Wäre das nicht eine schöne Erkenntnisfrucht, die jetzt langsam vom Baum der... Ich mache jetzt nichts mehr hier. Aber ich würde es ganz gut finden, wir würden diesen Begriff der Funktion etwas weniger Funktionales zuschreiben, sondern was Poetisches. Irgendwie, das nervt etwas, weil natürlich muss Architektur funktionieren, hallo? Also es gibt so Bauherren, die sagen, ja wissen Sie, die Funktion ist schon ganz wichtig. Ah ja, sehr gut, mit dem haben wir uns noch nie auseinandergesetzt, noch nie gehört. Ja, interessant. Das nervt mich immer, weil ich finde, hallo, was denken Sie, von was wir sprechen hier die ganze Zeit? Was denken wir dann? Deshalb, ich glaube, das ist viel, viel poetischer zu sehen, weil ich finde das Interessante ja, den Menschen mit der Architektur zu verbinden über die Funktion, über dieses Emotionale. Was haben wir für einen Zugang? Das finde ich, da sehe ich eine Gleichung von einem Verhältnis, wenn ich es so im mathematischen Sinn sehen will. Ich sage, es gibt eine Funktion zwischen mir als Menschen und diesem Haus. Das finde ich viel spannender, als so drüber zu sprechen, ob jetzt das funktionsoffen ist und diese Struktur. Natürlich kann man das, man kann alles ändern, man kann alles umbauen. Es ist eine Frage des Geldes schlussendlich und des Willens und manchmal macht es keinen Sinn. Aber grundsätzlich geht das ja alles, das wissen wir alle. Aber weshalb ist es nicht, gibt es nicht eine poetische Vorstellung vom Begriff der Funktion? Das frage ich mich. Aber ist denn nicht das Problem jetzt dabei, dann genau die Frage, vielleicht könnte man es versuchen, so zusammenzufassen. Das Problem ist, beim Ort versteht jeder auch so ein bisschen was anderes vom Ort. Aber irgendwie gibt es wohl so einen gleichschwebenden Konsens, wo man sagen würde, in diese Schicht, die Ort ist, dort können wir alle irgendwie uns in eine relativ nahe zusammen, sage ich jetzt mal, zusammenfinden. Beim Material ist es, glaube ich, auch noch so. Ich würde sogar vermuten, dass es, wahrscheinlich kommt die Konferenz bald, beim Raum so ist. Weiß nicht die Ankündigung, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja? Also, so. Also das heißt, das sind Begrifflichkeiten, wo das Begriffsfeld zumindest so eng ist, dass wir uns nicht dauernd streiten müssen. Und das Problem bei der Funktion ist, dass das Begriffsfeld so groß ist, dass wir offensichtlich nicht einig sind. Der eine redet von Poesie als Funktion, der andere redet von irgendwie der städtischen Funktion, der Denk redet von irgendwie der Funktion, ob da ein Büro oder eine Produktion dahinter ist, doch völlig wurscht, aber egal. Und also sozusagen jeder redet eigentlich über was komplett anderes und nennt das Funktion und daraus entsteht so eine babylonische Sprachverwirrung. Das ist,
Das ist eigentlich das Problem. Und daraus kam ich dann, und das bleibt mein Standpunkt, jetzt heute Abend zumindest, da kam ich dann darauf zu sagen, die Funktion nutzt uns nichts als Begriff, weil wir damit offensichtlich nicht kommunizieren können. Ja, klar. Und natürlich, man kann sicher einen ganz super poetischen Begriff von Funktion finden. Man kann aber auch irgendwie einen super poetischen Begriff von Zweck und von Nutzung und von weiß nicht was finden. Das heißt, die Funktion nutzt uns sozusagen nichts, wenn jeder seine eigene Definition hat. Ja, manchmal muss man den Ball ja rausgrätschen. Das muss ja mal ab und zu mal sein, ne? Zu verhindern, dass jemand ein Tor schießt und so. Aber es nützt uns auch noch nicht in der Diskussion, oder? Wenn wir einfach sagen, diese Funktion hat gar keine Substanz. Weil immerhin sprechen wir relativ oft davon, interessanterweise. Oder? Und ich gebe dir natürlich recht, Ort finde ich alles viel interessanter, Material, es ist alles viel knuspriger, weil vielleicht auch architektonisch. Ja, oder? Da will man reinbeißen, aber da hat man keine Lust, das ist schon so. Ja, genau. Aber ich glaube, es nützt uns nichts, wenn wir den Ball aus dem Feld spielen, weil es gibt kein Spiel. Also wir müssen ja dann irgendwann mal definieren, was könnte dann das Lustvolle an Funktion sein. Und so, wie wir das diskutieren, wie wir das überhaupt generell diskutieren, das ist mir aufgegangen, wie ich mich damit beschäftigt habe. So wie wir das im Büro auch diskutieren, ist eigentlich völlig uninteressant. Ich glaube, es ist die Chance, dass das sexy wird und knusprig, die ist auch recht klein, oder? Und ich glaube, das ist auch die Aversion, die sich hier auftut. Ich will nur noch ein Beispiel in den Raum schmeißen. Die Frage ist immer oft so, vielleicht muss man Dinge auf die Spitze treiben, damit sie sexy werden. Und wir haben das heute auch so beim Kaffee mehrfach über Hering und Gut Garkau diskutiert, also über Effizienz und Logistik. Das ist genauso blöd, oder? Macht auch nicht an. Aber da gibt es ja den Hering und der hat dann diesen Kuhstall gemacht, den Garkau, und der ist super effizient im Sinne da, wie ich jetzt die Kühe fütter und melke und den Bullen da rein und raus führe. Und dann entsteht ja doch wieder irgendwas, was Lust macht. Da ist eine Form entstanden von einem Objekt, das wirkt extrem spezifisch, das spricht einen an, das macht neugierig. Und irgendwie ist dann ja da zumindest jetzt ein Beispiel, was mir einfällt, wo die Funktion, oder eben ich sage jetzt mal, ist eigentlich Effizienz, oder? Von einer Funktion so auf die Spitze getrieben wird, dass sie am Ende wieder cool ist, oder? Und vielleicht finden wir andere Beispiele, wo die Funktion ernst genommen am Ende wieder irgendwas hervorbringt, was uns als Architekten Lust macht. Ja, nee, das passt. Ich würde da gerne drauf einsteigen, aber sagen mit dem gegenteiligen Beispiel. Wir haben ja heute jetzt auch verschiedentlich gehört, dass es ja im Grunde, dass es nicht nachhaltiger ist, wenn man Strukturen umnutzen kann und so weiter, und dass eine Festlegung auf eine bestimmte Funktion, das ist natürlich im Grunde das Argument, was man auch in 20er Jahren schon hat gegen die Funktionalisten, dass man die Korridorbreiten so macht, weil da hinten weniger ist. Wenn ich einmal die Bürostruktur ändere, dann ist das schon wieder alles obsolet und totaler Quatsch. So, aber wenn man diesen Gedanken jetzt von der Nachhaltigkeit, und man sollte sagen, mehrere Funktionen zulassen das nicht, das ist gar nicht so ein wichtiger Begriff, der hindert uns nur, da können wir gar nichts mit anfangen, das ist ja so ein bisschen jetzt so, schwebt das so im Raum rum. Wenn man diesen Gedanken jetzt zuspitzt, dann würde man ja, wenn man das wirklich ganz radikalisiert sagen, man müsste nur noch so eine Grundstruktur bauen und man dürfte praktisch überhaupt keine Funktion mehr definieren und dann wäre alles gleich. Dann gäbe es nur noch eine Art von Architektur, also wenn man es jetzt als Gedankenexperiment ganz zu Ende bringt, dann würde man nur noch sagen, eine Sorte, die man für alles benutzen kann, bauen. Da werden die dann Geschossdecken, das hatten wir jetzt heute auch als Beispiel, weder zu hoch noch zu niedrig, sondern irgendwo so mittendrin und fertig. So, ja, wäre denn das jetzt das Rätselslösung? Also das kann ja wohl auch keiner wollen. Also sind wir wieder in der Funktion? Also müssen wir wieder fragen, sagen, wie unterscheiden wir die Gebäude? Was ist jetzt der Charakter des Gebäudes? Was ist jetzt das, was man, wie man die differenzieren kann? Wir sind deshalb nicht zufrieden, weil wir, glaube ich, einen Konsens haben, ohne dass wir es ausgesprochen haben, dass wir das Spezifische schätzen und dass wir auch eine Varianz schätzen. Ich setze das jetzt einfach voraus, dass ich das für alle sagen kann. Und genau dieser Ansatz, den du vorschlägst, der ist super ökonomisch, eigentlich sinnvoll, nachhaltig, whatever, aber er erfüllt diese zwei Ansprüche, die wir, glaube ich, in Architektur haben, eben genau nicht. Ich glaube, das ist ja auch das entscheidende Argument für dieses Aufgehen in der Stadt, ne? Dass wir sagen können, okay, zu einem Zeitpunkt, als Menschen ernsthaft darüber nachgedacht haben, wie sie Funktion als Zweck eines Gebäudes ausdrücken können, waren sie zu dem Zeitpunkt in einer Lage, wo sie sagen konnten, wenn ich das in einer Stadt oder in einem Kontext tue, dann wird das als etwas erkannt, das so sein soll. Das wäre heute nicht mehr, weil einfach viel zu viele vernakuläre Sprachen durcheinander gehen und man solche einzelnen Zwecke von Gebäuden im Grunde unter ihrer Funktionalität gar nicht mehr erkennen könnte. Deswegen, ne, das,
da sitzt mein Haken. Eigentlich müssen wir doch, wenn wir heute Stadt machen, viel stärker darüber nachdenken, wie wir sprachliche Elemente nutzen, um bestimmte Zwecke von Gebäuden so voneinander scheiden zu können, dass tatsächlich wieder eine räumliche Erlebbarkeit unterschiedlicher Zwecke sichtbar wird. Das kriegen wir möglicherweise in ersten Anfängen immer wieder schon hin. Ich glaube, das Bewusstsein dafür wächst, dass wir die vermaledeite Lochfassade nicht bis 50 Jahre pro zu Tode reiten können, sondern dass wir uns stärker überlegen müssen, wie wir mit den Mitteln, die uns moderne Architektur gibt, über eine Architektursprache verfügen können, die weit mehr kann, als nur Verhältnisse von Tragen, Lasten und Abschirmen darzustellen. Aber ich glaube, das ist vielleicht der große Job, den wir noch haben, könnte ich mir vorstellen. Also ich würde jetzt ganz gerne auf den Marco Zünd kurz antworten, weil das ist, wie du sagst, wir haben ein Spiel, oder? Und da gibt es Regeln und wir spielen das Spiel und ich versuche dauernd den Ball ins Auszuschießen. Ist nicht ganz so. Ich glaube nämlich, dass wenn wir das Spiel Fußball heißt, ja, dann ist die Funktion einfach das Abseits, oder? Abseits, die Regel Abseits ist eine, über die man dauernd streiten muss. War es jetzt Abseits, war es nicht Abseits? Und eigentlich ist es wahnsinnig schade, dass so ein einfaches Spiel wie Fußball so eine komplizierte Regel wie Abseits braucht. Aber alle Versuche, ohne Abseits auszukommen, haben auch irgendwie nicht funktioniert. Aber immer nur, weil es diese Deppen gibt, die sich dann vor das andere Tor stellen. Ne? Es gibt Versuche von der FIFA, ohne die Abseitsregel aufzuheben und nicht. Haben sie alles wieder immer wieder aufgehört. Immer wieder probiert, haben sie immer wieder auf. Und das ist eigentlich scheiße bei Abseits. Das ist eine Scheißregel. Immerhin ist jetzt ein Schritt weiter, was er kann, dass das doch vielleicht brauchen könnte. Ne? Ja, genau. Siehst du? Und sei es nur, um irgendwie einen wahnsinnig netten Tag in Aachen zu verbringen. Also eine andere Frage, die wir diskutiert haben in der Redaktion mal, das geht auf, was du gesagt hast, Jasper, zurück. Wenn wir einfach mal akzeptieren, dass die Architektur heute eigentlich nur noch dieses Tragwerk ist, in die Dinge dann eingefüllt werden, dann muss dann nicht dieses Tragwerk so geschaltet sein, dass es an sich schon eine architektonische Qualität hat. Also es gibt ja zum Beispiel dieses wunderbare Buch von Jeanette Kuo über Industriebauten, wo sie eigentlich ja genau diese generischen Stützen, Hallenkonstruktionen, in die dann irgendwas reingebaut hat, dort untersucht, aber eigentlich mit der Idee, wenn das jetzt quasi das ist, was von der Architektur überbleibt, dann muss das wenigstens entsprechend gut gestaltet sein. Und muss selbst dieses Gerippe muss noch irgendwie eine architektonische Qualität transformieren. Und ich glaube, wir haben es bei Fichter Salzmann heute gesehen, die ja dann über diese Stütze in dem Foyer von dem Verwaltungsbau, der nicht verwirklicht wurde, genau an solchen Stellen drüber nachdenken, oder? Aber wäre es nicht, also ich werde völlig wahnsinnig, also wahrscheinlich auf ähnliche Art wie Andreas, weil einfach jeder erstens die Begriffe in verschiedenen Bedeutungen oder der Begriff in verschiedenen Bedeutungen benutzt wird und zweitens, weil man anhand eines unklaren Begriffs versucht, weitreichende Verallgemeinerungen zu schaffen oder festzulegen. Wäre es nicht viel einfacher zu fragen, wann sagen wir überhaupt, dass was funktioniert? Aber aus meiner Sicht ist das ganz, ganz einfach. Ich finde es auch gar keine Qual. Also ich finde es einfach ein Scheitern, wenn das Gebäude, was ich entworfen habe, nicht funktionieren würde. Und wann funktioniert das? Wenn es den Erwartungen oder diversen Art von Bedeutungen, sozialer, technischer, konstruktiver, sonstiger Art entspricht. Und das ist, wie Frau Fichter gesagt hat, das ist wie Grammatik. Also ich habe einen Satz, der hat eine nominelle Bedeutung, der hat eine Grammatik und Aufbau, sonst versteht es keiner, und der hat vielleicht noch eine andere Metabedeutung, die irgendwie drüber schwebt, dann ist das vielleicht Poesie und Literatur, und ich muss das doch nicht alles zu zerpflücken, aber eine quietschende Tür funktioniert schlecht, möglicherweise... Da braucht man keine Klinke. Bitte? Wenn die Tür quietscht. Naja, ich werde vielleicht sagen, die eine Anforderung könnte sein, dass sie gut schließt, die andere Anforderung könnte sein, dass sie repräsentativ ist, und die nächste könnte sein, dass da 10 Leute durchkommen, und das sind einfach diverse
Bedeutungen, Anforderungen, Erwartungen, und wenn sie erfüllt sind, dann sagen wir, dass es funktioniert und das ist doch mein Beruf, das zu gewährleisten, und ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ich kann daraus bloß keine Architekturideologie kreieren, wie das hier so diverse Leute versuchen. Ich mache das gerne, wenn an solcher Stelle so eine Situation entsteht, schieße ich den Ball, den Fußball sind gern zu den Veranstaltungen zu und frage nach Intentionen. Was haben Sie sich beide heute Abend erhofft, wenn wir über die Funktion in der Architektur sprechen, das aufs Podest stellen? Was haben Sie gehofft, würden für Impulse aus dieser Debatte entstehen, die die Architektur die nächsten 10 Jahre befruchten könnte? Also wir brauchen noch einen Tag dazu, ne, bis wir die Frage beantworten können. Ich ziehe das zurück, ich frage es morgen nochmal. Also ich denke, es ist schon auch eine Frage der Interpretation, was grad, ne, wann funktioniert was. Man könnte bei dem Jazz-Campus sagen, das funktioniert überhaupt nicht, weil du musst ständig über den Hof und hast einzelne Gebäude und die sind nicht mal verbunden. Das ist ja völlig afunktional, das ist auch nicht wandelbar, das ist eine Katastrophe. In dem Moment, wo der Hof als integraler Bestandteil des Entwurfs und des Gebäudes gesehen wird, als ein Raum, der für die Erschließung taugt, in dem Moment ist es ein super wandelbares Gebäude. Was für mich auch auf das, was Jasper Zebel gerade sagt, es ist, glaube ich, nicht so, dass wenn ich über Wandelbarkeit, Umnutzungsfähigkeit oder Multifunktionalität nachdenke, immer das Gleiche bei rauskommen muss. Es gibt da höchst unterschiedliche Strategien. Die liegen in der Erschließung, wie bei dem, die liegen in der Frage, was der Außenraum tut, die liegen in der Frage der technischen Programmierung, was das Haus alles könnte, die liegen aber auch in der Struktur. Also ich glaube, da gibt es eine große Bandbreite, das muss nicht zu einer drögen, vereinheitlichten Architektur führen. Aber wir sind an dem Punkt, dass die Interpretation, und nicht nur unsere, sondern auch die vom Bauherrn, und da war ja einer, der ging da mit, ich weiß nicht, wie viele man bei uns finden würde in der Hochbauverwaltung, die sagen, ja prima, ja, so kann man das machen, ohne Flur und lauter einzelne Häuser. Also das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, wie wir das interpretieren. Und das ist eben wieder die Aufgabe des Architekten. Und da finde ich, das, was Hermann Cech sagt, natürlich, es passiert wohl erst im Entwurf, dass die Funktion des Gebäudes sich richtig klärt. Der Zweck ist vorher klar. Aber alles andere ist Sache des Architekten, das klar zu machen. Und vielleicht ist das die Antwort, zu sagen, ja, es wäre schon ganz gut, der Entwurf bleibt das zentrale Thema der Architektur, weil es nämlich genau solche Sachen lösen muss und darin Fragen gestellt werden, die aktuell sind und auf die wir Antworten finden müssen. Ja, jetzt bin ich noch mehr, das verstehe ich, aber ich bin noch eigentlich noch mehr verwirrt, weil ich, wenn ich jetzt Funktion mit Funktionieren gleichsetze, dann ist es einfach, aber das ist es ja nicht. Also Funktionieren und Funktion sind ja durchaus zwei verschiedene Sachen. Glaube ich zumindest. Ja, wenn, das wäre ja also auch wieder, da muss ich Andreas Hilde geben, das wäre wieder eine Definition und dann können wir darüber reden. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das eine irrsinnige Anforderung an uns Architektinnen ist oder Architekten ist eigentlich, dass wir ja eigentlich, wenn wir über solche Sachen reden, ja immer wieder ein Referenzsystem mitbringen müssen. Eigentlich ein Referenzsystem mitbringen müssen, das diesen Umstand erklärt. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich, das ist jetzt nur ein Gefühl, das ich jetzt äußere, dass wir in einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft leben mit sehr vielen unterschiedlichen Befindlichkeiten und dass dieses normative System eigentlich nicht existent ist und dass wir dann eigentlich, wenn wir so eine Architektur denken und entwickeln, dass wir eigentlich über die Referenzsysteme sehr präzis nachdenken müssen, sonst können wir ja nicht mehr untereinander uns unterhalten. Das finde ich, macht das, ich meine, das macht es natürlich sehr kompliziert. Ich fand, heute waren doch ganz tolle Erkenntnisse. Ich erinnere da an das Haus von Thomas Krüger, wo man gesagt hat, naja, ist ein Wohnhaus, ja. Aber dann meinte Thomas, sagte dann, ja, aber dieses Haus habe ich entwickelt, das kannst besser als ich, damit man die Zeit spürt oder die Zeit sozusagen eine Rolle spielt. Und das können eigentlich nur die benutzen, die Zeit haben oder die glauben, Zeit haben zu wollen oder wie auch immer. Und ich fand das eigentlich eine unglaublich kleine Bewegung. Es ist, bleibt ja ein Wohnhaus, aber hin zu einer Wahrnehmung, die eigentlich nochmal dieses Wohnen oder dieses Leben an der Stelle nochmal präzise fasst in seiner Funktion. Das fand ich eigentlich unheimlich bereichernd.
Und das Gleiche ist ja auch mal im Krankenhaus passiert. Das ist jetzt nicht die Kiste, die Aufbewahrungskiste, sondern es ist der Ort, wo man eigentlich will, dass der Mensch gesund wird. Ja. Das war, glaube ich, nicht immer nur so. Es war auch oftmals eine Anstalt, wo man attestiert hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber wo man vielleicht nicht ganz so sehr den gesellschaftlichen Duktus beschrieben hat, dass da alle wieder heil rauskommen, ja? Sag ich jetzt mal. Und das verrät ja auch solche Begriffe manchmal, die Kategorien. Und da finde ich diese Achtsamkeit in der Begrifflichkeit ist, glaube ich, etwas, was ich heute gelernt habe, das total notwendig ist, wenn man daran weiter denken möchte. Das war nur. Ich finde, das war doch genau. Ein gutes Schlusswort für heute. Wir haben ja noch einen ganzen Tag und wir müssen ja morgen noch weiterkommen. Und deswegen vielen Dank ans Podium.